Herzlich willkommen bei dem Familienrecht-Podcast von Your Friend. Wir sprechen heute über das Thema Ehegattenunterhaltspflicht nach der Scheidung. Sie erfahren, wann und unter welchen Voraussetzungen Sie nach der Scheidung Anspruch auf nachehelichen Ehegattenunterhalt haben oder umgekehrt, unter welchen Voraussetzungen Sie Ihrem wirtschaftlich schwächeren Partner nach der Scheidung nachehelichen Ehegattenunterhalt zahlen müssen. Da Ihre Trennung und Scheidung vom Partner noch eine ganze Reihe weiterer Fragen aufwirft, finden Sie auf unseren Portalen scheidung.de, trennung.de und unterhalt.com weitere hilfreiche Ratgeber. Nehmen wir das Wichtigste vorweg. Die Unterhaltspflicht von Ehepartnern nach der Scheidung hängt davon ab, ob ein Ehepartner ehebedingte Nachteile in der Form eines gesetzlich geregelten Unterhaltstatbestandes begründen kann. Außerdem muss er selbst wirtschaftlich bedürftig und der Ex-Partner wirtschaftlich leistungsfähig sein. Als ehebedingte Nachteile definiert das Gesetz vornehmlich eine Lebenssituation, in der Sie ein Kleinkind bis zum Alter von etwa 3 Jahren oder ein älteres, betreuungsbedürftiges Kind betreuen oder selbst wegen Krankheit, Gebrechlichkeit, Arbeitslosigkeit oder Aus- oder Fortbildung kein eigenes Geld verdienen können. Können Sie keine derartigen ehebedingten Nachteile in der Form eines gesetzlich geregelten Unterhaltstatbestandes begründen, sind Sie nach der Scheidung für Ihren Lebensunterhalt selbst verantwortlich. Sie haben dann keinen Anspruch auf nachehelichen Ehegattenunterhalt. Der Unterhaltsanspruch beziffert sich nach dem bereinigten Nettoeinkommen beider Ehepartner. Er beträgt im Regelfall 3/7 der Differenz beider Einkommen. Soweit der Anspruch auf Unterhalt nach der Scheidung besteht, kann der Unterhaltsanspruch vollständig versagt, eingeschränkt oder zeitlich befristet werden, wenn die Inanspruchnahme des Ex-Partners unbillig, sprich unfair, ungerechtfertigt wäre. Sprechen wir über Details. Was bedeutet es, Unterhalt nach der Scheidung sei die Ausnahme? Der Gesetzgeber stellt die Eigenverantwortung nach der Scheidung in den Vordergrund. Spätestens ab dem Zeitpunkt Ihrer Scheidung sind Sie verpflichtet, für Ihren Lebensunterhalt selber zu sorgen. Von dieser Regel erlaubt das Gesetz eine Reihe von Ausnahmen. So können Sie ausnahmsweise Unterhalt nach der Scheidung fordern, wenn Sie wegen Kinderbetreuung, Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit, Erwerbslosigkeit oder Ausbildung nicht oder nicht in ausreichendem Maße für sich selber sorgen können. Sie müssen also aufgrund Ihrer Lebensumstände bedürftig sein. Umgekehrt muss Ihr Ehepartner leistungsfähig sein, also so viel verdienen, dass er oder sie überhaupt Unterhalt zahlen kann. Also, Ihre finanzielle Bedürftigkeit muss auf sogenannten ehebedingten Nachteilen beruhen. Diese ergeben sich meist aus der Rollenverteilung in der Ehe. Klassischer Fall ist die sogenannte Hausfrauenehe, bei der ein Partner den Haushalt geführt und vielleicht die Kinder betreut hat, während der andere das Geld verdient hat. Kommt es dann zur Scheidung, sind Sie allein aufgrund dieser Rollenverteilung in der Ehe gegenüber Ihrem Partner benachteiligt. Betreuen Sie dann nach der Scheidung das Kind, haben Sie Anspruch auf Betreuungsunterhalt. Oder können Sie aufgrund Ihres Alters nicht mehr arbeiten, haben Sie Anspruch auf nachehelichen Unterhalt wegen Ihres Alters. Verwechseln Sie Trennungsunterhalt bitte nicht mit nachehelichem Ehegattenunterhalt. Haben Sie bislang Trennungsunterhalt bezogen, endet Ihr Anspruch mit dem Zeitpunkt Ihrer Scheidung. Trennungsunterhalt richtet sich nach etwas anderen Maßstäben als der Unterhalt nach der Scheidung. Verlangen Sie nach der Scheidung Unterhalt, müssen Sie die dafür maßgeblichen Voraussetzungen begründen, sprich einen der im Gesetz geregelten Unterhaltstatbestände nachweisen. Soweit der Anspruch auf Trennungsunterhalt gerichtlich festgestellt oder in einer Trennungs- oder Scheidungsfolgenvereinbarung geregelt wurde, wird diese Regelung mit der Scheidung gegenstandslos. In welchen Fällen haben Sie Anspruch auf Unterhalt nach der Scheidung? Das Gesetz kennt eine Reihe von Unterhaltstatbeständen. Können Sie einen dieser Tatbestände nachweisen, haben Sie Anspruch auf Unterhalt nach der Scheidung. Es kommen folgende Unterhaltstatbestände in Betracht. Betreuungsunterhalt für die Betreuung eines Kleinkindes bis zum Alter von etwa 3 Jahren. Betreuungsunterhalt für die zwingend notwendige Betreuung eines Kindes über das 3. Lebensjahr hinaus. Voraussetzung ist, dass das Kind aufgrund seiner Lebenssituation betreuungsbedürftig ist, weil es beispielsweise erkrankt oder behindert ist. Altersunterhalt. Sie haben Anspruch auf Altersunterhalt, wenn Sie aufgrund Ihres Alters nicht arbeiten können. Unterhalt wegen Krankheit oder wenn Sie gebrechlich sind. Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit, wenn Sie unverschuldet und nachweislich keine Arbeit finden. Aufstockungsunterhalt, wenn der eigene Verdienst für den Lebensunterhalt nicht ausreicht. Unterhalt wegen Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung. Und nicht zuletzt Unterhalt aus Billigkeitsgründen, wenn keiner der vorgenannten Unterhaltstatbestände greift. Sprechen wir über Details. Wann haben Sie Anspruch auf Betreuungsunterhalt für die Betreuung eines Kindes?
Betreuen Sie nach der Scheidung Ihr Kleinkind und können deshalb nicht arbeiten, haben Sie für einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren nach der Geburt des Kindes Anspruch auf Betreuungsunterhalt. In dieser Zeit brauchen Sie nicht zu arbeiten und dürfen sich ausschließlich der Betreuung und Erziehung Ihres Kindes widmen. Wird das Kind älter, müssten Sie eigentlich wieder arbeiten, es sei denn, die Betreuungssituation des Kindes zwingt Sie, das Kind zu betreuen. Ein besonderes Betreuungsbedürfnis kann auch dadurch entstehen, dass ein Kind gesundheitlich beeinträchtigt oder behindert ist. Letztlich ist das Alter des Kindes aber nicht unbedingt entscheidend, wenn Ihnen aufgrund Ihrer familiären Umstände keine Vollzeitbeschäftigung zumutbar ist. Es gibt keine pauschalen Regelungen. Die Rechtsprechung hat hierzu eine Vielzahl von Einzelfallentscheidungen getroffen. So hat der Bundesgerichtshof beispielsweise entschieden, dass Ihnen eine Beschäftigung von allenfalls 30 Wochenstunden zuzumuten ist, wenn Sie Ihre 3 Kinder im Alter von 12, 15 und 17 Jahren betreuen. Gleiches gilt bei der Betreuung von 2 Kindern im Alter von 12 und 14 Jahren, wenn ein Kind unter ADHS leidet und es keine andere Möglichkeit gibt, das Kind kindgerecht betreuen zu lassen. Wann haben Sie Anspruch auf Unterhalt, wenn Sie arbeitslos sind? Finden Sie nach der Scheidung nachweislich und unverschuldet keine angemessene Erwerbstätigkeit? Haben Sie Anspruch auf Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit? Es genügt dabei nicht, sich bloß bei der Arbeitsagentur arbeitslos zu melden. Vielmehr müssten Sie konkret und detailliert nachweisen, dass Ihre Bemühungen um einen Arbeitsplatz erfolglos geblieben sind. Was ist der sogenannte Aufstockungsunterhalt? Reichen Ihre Einkünfte nicht aus, um Ihren Lebensunterhalt zu gewährleisten, muss Ihr Ex-Partner Aufstockungsunterhalt zahlen, vorausgesetzt, dass er über ein höheres, Ihre ehelichen Lebensverhältnisse prägendes Einkommen verfügt. Ihr eigener Verdienst wird dann um diesen Aufstockungsunterhalt aufgestockt. Was ist der Ausbildungsunterhalt? Hatten Sie wegen Ihrer Eheschließung eine Ausbildung abgebrochen oder wegen Ihrer Ehe nicht aufgenommen, können Sie nach der Scheidung Unterhalt für den Zeitraum verlangen, in dem Sie Ihre Ausbildung betreiben, sich fortbilden oder umschulen lassen. Ziel dabei muss sein, dass Sie eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben und künftig eigenes Geld verdienen können. Wann haben Sie Anspruch auf Unterhalt wegen Krankheit? Können Sie aufgrund Ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Ihrer Gebrechlichkeit mit Hilfe ärztlicher Atteste belegen, dass Sie kein eigenes Geld verdienen können, haben Sie Anspruch auf Unterhalt wegen Krankheit. Gefälligkeitsatteste Ihres Hausarztes genügen dafür nicht. Sie benötigen im Regelfall ein fachärztliches Gutachten. Zu guter Letzt gibt es den Unterhaltsanspruch aus Billigkeitsgründen. Der Gesetzgeber kann nämlich nicht alle Lebensumstände erfassen, aus denen sich ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt ableiten lässt. Darüber hinaus gibt es immer wieder Fälle, in denen es einem Partner aus schwerwiegenden Gründen nicht zuzumuten ist, eigenes Geld zu verdienen. Beispiele: Haben Sie in Übereinstimmung mit Ihrem Ehepartner vor der Trennung beschlossen, ein Pflegekind aufzunehmen, das Sie auch nach der Scheidung weiter betreuen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Unterhalt aus Billigkeitsgründen. Es ist dann billig, sprich gerecht und fair, wenn der Partner aufgrund seiner nachehelichen Verantwortung verpflichtet ist, Ihnen dafür Unterhalt zu zahlen. Gleiches gilt, wenn Sie Ihr Stiefkind aus der geschiedenen Ehe oder pflegebedürftige Angehörige Ihres Ex-Partners betreuen. Auch dann ist es gerechtfertigt, dass Sie Unterhalt bekommen. Können Sie Ihren Anspruch auf Unterhalt nach der Scheidung in der Sache begründen? Stellt sich die Frage, wie der Unterhalt nach der Scheidung berechnet wird. Die Höhe des Unterhaltsanspruchs nach der Scheidung berechnet sich nach dem Einkommen des unterhaltspflichtigen Ehepartners. Verlangen Sie Unterhalt, haben Sie Anspruch, dass Ihr Ex-Partner zunächst Auskunft über seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse erteilt. Nur so können Sie Ihren Unterhaltsanspruch ohne übermäßigen Aufwand einigermaßen berechnen. Sobald diese Auskünfte vorliegen, können Sie Ihren Anspruch beziffern. Müssen Sie Ihren Anspruch gerichtlich geltend machen, reicht der Anwalt meist eine sogenannte Stufenklage ein. Dabei wird auf der ersten Stufe zunächst der Anspruch auf Auskunft geltend gemacht. Wurde die Auskunft erteilt, kann in der nächsten, zweiten Stufe dann der Unterhalt konkret eingeklagt werden. Möchten Sie Ihren Unterhalt nach der Scheidung berechnen, müssen Sie das unterhaltsrelevante Einkommen Ihres Ex-Partners ermitteln. Dazu ist es ein Bruttoeinkommen, um Steuern, Sozialabgaben, Aufwendungen für seine Altersversorgung bis etwa 23% seines Bruttoeinkommens sowie angemessene berufsbedingte Aufwendungen in Höhe von pauschal 5% zu verringern. Außerdem ist der Kindesunterhalt abzuziehen. Aus diesem sodann bereinigten Nettoeinkommen stehen Ihnen 3/7 zu, wenn Sie selber kein Einkommen haben. Verdienen Sie eigenes Geld, ergibt sich Ihr Anspruch in Höhe von 3/7 aus der Differenz beider Einkommen. Anders gesagt, aus dem, was Ihr Ehepartner mehr verdient als Sie selber, stehen Ihnen 3/7 als Unterhalt nach der Scheidung zu. Wichtig!
Berücksichtigen Sie stets, dass Ihr unterhaltspflichtiger Ex-Partner Anspruch auf einen Selbstbehalt von etwa 1.200 Euro hat. Nur dann, wenn ihm selber 1.200 Euro für den eigenen Lebensunterhalt verbleiben, ist er überhaupt leistungsfähig und kann überhaupt Unterhalt zahlen. Liegt sein Einkommen unter diesem Selbstbehalt, können Sie Ihren Anspruch trotz Ihrer vielleicht schwierigen Lebenssituation nicht geltend machen. Um das Prozessrisiko hier einzugrenzen, müssen Sie auf einer ordnungsgemäßen Auskunft über die Einkommensverhältnisse des Ex-Partners bestehen. Danach entscheiden Sie, ob Sie Ihren Anspruch gegebenenfalls einklagen oder nicht. Erscheint Ihr Anspruch faktisch schwierig durchzusetzen, kann es immer empfehlenswert sein, auf eine einvernehmliche Regelung mit dem Ehepartner hinzuwirken. Dazu sollten Sie bereit sein, Kompromisse einzugeben. Unter Umständen ist es nämlich besser, weniger Geld zu bekommen, als überhaupt kein Geld. Lassen Sie uns zu guter Letzt noch eine Reihe von Detailfragen besprechen. Wie steht es beispielsweise um den Unterhaltsanspruch nach der Scheidung, wenn ein Partner wieder heiratet? Ihr Unterhaltsanspruch nach der Scheidung erlischt, wenn Sie selber wieder heiraten. Dann ist Ihr neuer Ehepartner unterhaltspflichtig und leistet Familienunterhalt. Daran ändert sich auch nichts, wenn Ihr neuer Ehepartner nichts zum Familienunterhalt beisteuern kann. Heiratet umgekehrt Ihr Ex-Partner nach der Scheidung erneut, ändert sich an seiner Unterhaltspflicht gegenüber Ihrer Person nichts. Ihr Ehepartner ist dann doppelt verantwortlich. Er bleibt Ihnen in der Unterhaltspflicht und muss auch gegenüber dem neuen Ehepartner für den Familienunterhalt gerade stehen. Welchen Unterhaltsrang haben Sie, wenn Ihr Ex-Partner wieder heiratet? Muss Ihr Ex-Partner die Unterhaltsansprüche mehrerer Partner erfüllen? Bestimmt das Scheidungsrecht eine Rangfolge? Als Ex-Partner sind Sie unterhaltsrechtlich vorrangig zu bedienen, wenn Sie ein gemeinsames Kind betreuen oder Sie länger als 15 Jahre verheiratet waren. Erst wenn Ihre Unterhaltsansprüche erfüllt sind, hat der neue Ex-Ehepartner Ihres Ex-Partners Anspruch auf Unterhalt. Es nutzt Ihrem Ehepartner also nichts, wenn er erneut heiratet und damit den Zweck verfolgt, seine Unterhaltszahlung gegenüber Ihrer Person einstellen zu können. Wie lange haben Sie Anspruch auf Unterhalt nach der Scheidung? Also es gibt keinen lebenslangen Anspruch auf Unterhalt nach der Scheidung. Ihr Anspruch besteht nur so lange, als Sie selbst bedürftig sind und die Voraussetzungen für den jeweiligen Unterhaltstatbestand vorliegen. Im Regelfall werden die Zahlungen auf Unterhalt nach der Scheidung zeitlich befristet oder in der Höhe begrenzt. Mithin spielen hier die Aspekte der ehebedingten Nachteile eine wichtige Rolle. Beispiel: Sie betreuen Ihr Kleinkind bis zum dritten Lebensjahr. Da das Kind danach im Kindergarten betreut werden kann, können Sie wieder arbeiten und eigenes Geld verdienen. Ihr Unterhaltsanspruch erlischt. Wann kann der Anspruch auf Unterhalt nach der Scheidung verweigert werden? Auch dann, wenn Sie an sich aufgrund Ihrer Lebensumstände Unterhalt nach der Scheidung verlangen könnten, ist der Unterhaltsanspruch zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu befristen, wenn es aufgrund besonderer Umstände ungerechtfertigt wäre, Ihren Ex-Partner an seiner Unterhaltspflicht festzuhalten. Es kommen folgende Umstände in Betracht. Ihre Ehe war nur von kurzer Dauer. Die Grenze wird hier etwa bei 3 Jahren gezogen. Oder Sie leben wieder in einer verfestigten Lebensgemeinschaft mit einem neuen Partner. Oder Sie haben versucht, Ihrem Ex-Partner körperliches Leid anzutun und damit den Tatbestand eines Verbrechens erfüllt. Oder Sie haben Ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt, weil Sie Ihr Vermögen vorwerfbar verschleudert, beispielsweise im Spielcasino verspielt haben. Oder Sie haben Ihre Pflicht zum Familienunterhalt beizutragen, selbst längere Zeit gröblich verletzt. Oder Sie müssen sich ein schwerwiegendes Fehlverhalten vorwerfen lassen, beispielsweise einen moralisch besonders verwerflichen Ehebruch. In diesem Fall kann es sein, dass Ihr Anspruch auf Unterhalt, der an sich besteht, trotzdem versagt, eingeschränkt oder zeitlich befristet wird. Damit sind wir am Ende dieses Beitrags. Sie sehen, das Unterhaltsrecht erscheint komplex. Diese Komplexität ist aber auch verständlich. Schließlich geht es darum, unterschiedlichste Lebensverhältnisse zu erfassen und im Detail zu regeln, wer unter welchen Voraussetzungen Unterhalt fordern kann und wer Unterhalt zahlen muss. Lassen Sie sich möglichst frühzeitig anwaltlich beraten. Nur so bleibt gewährleistet, dass Sie die Weichen richtig stellen und keine überzogenen Forderungen stellen, die sich nicht realisieren lassen. Nicht zuletzt dabei auch das Kostenrisiko im Auge zu behalten. Die Höhe Ihrer Forderung bestimmt nämlich den Verfahrenswert, nach dem die Gerichtskasse und Ihr Anwalt die Gebühren berechnen. Je mehr Unterhalt Sie fordern, desto höher die Gebühren. Stellt sich im Verfahren vor Gericht heraus, dass Ihre Forderung völlig überzogen war, zahlen Sie trotzdem die Gebühren nach Maßgabe der Forderung, die Sie ursprünglich erhoben haben. Ihr Anwalt kann Sie beraten, was angemessen ist, wenn Sie Unterhalt fordern oder umgekehrt, wann oder wenn Sie Unterhalt zahlen müssen.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, Sie demnächst wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne alles Gute und auf Wiederhören.